er die Treppen geladen hat. So. Das hätten wir. Dann können wir noch ein paar Physikobjekte platzieren. Das sind Physikobjekte sind Explosives. Halt alles, was kaputt geht, was sich verändern lässt. Na, dann haben wir hier. Können wir das ein bisschen dekorativ machen. Hier ist nämlich eine Tankdingensanlage, also kommt hier mal eine Pangasflasche hin. Zack, ein Öltank. Ja, hier oben drauf. Immer für eine Explosion gut. Die Dinger kann man ja eigentlich überall platzieren. Ah, hier. Ah, nicht so eine große. Doch. Das ist sehr sinnvoll. Denn falls sich einer oben in den Turm kämmt, dann ist nicht mehr viel mit ihm los, ja. Würde ich mal so sagen. Warte. Oh. Ich habe noch einiges. Was kann ich denn noch bauen? Zapfsäulen. Ja, hier. Hier kann auch noch eine Zapfsäule hin. Hier. Und hier. Können wir hier auch noch so ein Ding hinpacken. Und drei noch. Zack. 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 So, passt. Physikobjekte haben wir auch. Jetzt fehlen Munitionslager. Finden wir unter Multiplayer. Dachte ich, oder auch nicht. Stadtbarackenbrücken mit. Wo ist das? Munition und Waffen hier. Da sind dann auch die verschiedensten MGs mit Bunkerausstattung. Wenn ihr die jetzt mal laden würde, könnte ich euch das auch zeigen hier. Wir wollen erstmal Munitionslager. 10 Stück dürfen wir davon platzieren auf dieser Map. Fangen wir mal an. 1. Immer. Strategisch wichtigen Punkten. 2. 3. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Oh ja, und auch hier oben, hier so in der Kirche. Zehn. Passt? Passt. Jo. Und jetzt platzieren wir mal MGs. Erstmal ganz normale MGs hier überall.
an den Ecken hier. Kommt immer gut. Noch mehr MG. Ah, da, 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 hier. Auf dieser kleinen Map. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Man sollte immer relativ viele MGs bauen. Kommt je auf die Mapgröße an. Die sind nicht unbedingt gefährlich. Ja, schon, natürlich, es sind MGs. Aber es ist nicht so, dass sie irgendwie spielentscheidend wären. Sind, denn dafür sind sie zu unbeweglich. Die bringen halt manchmal nur Spaß. Und man kann halt Deppen, die sich da dauerhaft hintersetzen, immer schön wegsnipen. Das ist immer ganz toll. Oh, ein bisschen Kaliber 50 noch. Kaliber 50. Mit Sandsäcken. Das machen wir. So, hier. Die Richtung können wir eine bauen. Das Ding richten wir jetzt mal. Die Richtung aus. Da fällt mir ein. Und da kommt man hoch. Gut. Jetzt hätte ich da jetzt noch eine Treppe oder Leiter bauen müssen. So, hier oben rauf. Da bauen wir jetzt mal einen Granatenwerfer. Das ist sehr lustig. Sehr lustig. Denn damit kann man vieles erreichen. Vor allen Dingen jede Menge Explosionen. Also der Bezirk könnte man ein bisschen was in Schutt und Asche legen. Jo, können wir hier hinten noch eine MG hinbauen? Am besten hier. Hier bauen wir einen Bunker hin. Einen Bunker mit Granatenwerfer. Einen Bunker mit Kaliber 50. So, hier da. Kommen wir mal zu den Häusern. Nee, in diese Häuser. Na, hier jetzt nicht mehr. Doch hier. Hier lassen sich immer wunderbar so stinknormale MGs platzieren. Ist immer sehr toll. Hier auch mal. Kaliber 50, hat er schon lange nicht mehr. Ah, kommen wir da hin. Richten wir auch mal so ein bisschen schräg aus. So. Und jetzt bauen wir noch einen Bunker. Ne, nicht keinen ganzen Bunker, nur mit Sandsäcken. So ein MG. Oh. Jo. Hier kommt man auch oben drauf. Gehört auch noch was hin. Nochmal so ein Granatenwerfer. So. So. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt. Dieses Fraps-Ding hier, was immer auf dem Bildschirm erscheint. Nicht wundern. Das ist, weil ich ab und zu Fraps austricksen muss. Damit er das ganze Bild auch mit aufnimmt. Sonst nimmt er nämlich nur das Ding hier innen drin. So, wo waren wir stehen geblieben? MGs bauen. Munition und Waffen. Ja, hier bauen wir jetzt auch noch was hin. So in die Richtung. Ein Bunker. Bunker ist immer gut. So, gucken. Ja, einen Turm setzen wir jetzt keine rein. So ganz gut. Jetzt kann man noch so Gerüste bauen. Zum Beispiel, warte, gucken.
Treppenleitern. Eine, die passt. Könnte ich jetzt eine Leiter hinbauen? Nicht wundern, dass ich hier immer gucke. Das ist nämlich, sollte die Leiter irgendwo feststecken oder es dann nicht funktioniert, wird es hier angezeigt. So, jetzt kann man nämlich... nee, wo bin ich denn jetzt? Hier, gut. In... Nein. In-Game-Test.